Hallo meine Schokohäschen, willkommen zurück in Mar de Cristal in Spanien. Wir haben viele, viele Camper erlebt, die wild campen und sich nicht an die ungeschriebenen Regeln des Wildcampens halten. Deswegen machen wir jetzt ein Video, wo wir jede einzelne Regel durchgehen. Denn egal, ob ihr im tiefen Osteuropa unterwegs seid oder Spanien, Schweden, unten in den Küsten Kroatiens, Albaniens oder Griechenlands, wo ich nach 4 Jahren Reisen sagen kann, dass die überall die gleiche Gültigkeit haben, tauchen wir direkt rein. Regel Nummer 1 ist eine Regel, die leider immer wieder gebrochen wird, die ich nicht verstehe. Willst du eine gute Zeit erleben, musst du deinen Müll aufheben. Das Aufheben des Mülls ist so wichtig, dass ich mir sogar so einen Picker geholt habe. Ich hebe nicht nur meinen Müll auf, sondern auch den anderen, weil das macht die Umgebung schöner. Und das erste Mal in Griechenland, als ich den Jonas kennengelernt habe, liebe Grüße, der den ganzen Müll aufgehoben hat, ist mir aufgefallen, wie angenehm das auch für andere Leute wird. Deswegen macht man sich dadurch super beliebt. Man denkt, das ist so unangenehm, das zu machen, aber das bringt so viel. Zudem ihr auch noch etwas Gutes für die Umwelt tut. Die zweite universelle Regel, die überall greift, ist, je breiter du dich machst, desto eher dich die Polizei anfasst. Das heißt, wenn ihr euch hier draußen Stühle hinstellt, einen Grill anmacht, laute Musik anmacht oder sowas, dann zieht das nur die Polizei an, auch schon die Tür offen haben, sorgt ein bisschen für Aufruhr. Das müsst ihr dann immer so abtasten, wie weit ihr gehen könnt. Das kommt dann natürlich auch noch auf das Land an. Hier in Spanien ist das Wildcampen eigentlich nicht erlaubt. Deswegen muss man vorsichtiger sein. Besonders schlimm hatten wir die Erfahrung gemacht mit Feuer, weil hier überall Trockenheit herrscht. Da kommt die Polizei quasi sofort vorbei und ihr habt ein Riesenproblem. Die Strafen für Feuer liegen hier in Spanien bei 1500 Euro. Fragt mich, woher ich das weiß. Ja, da liegt natürlich der klare Vorteil beim Stealth Camper, wo man gar nicht erst sieht, dass das ein Camperfahrzeug ist. Wenn ich hier die Tür zuschmeiße, sieht das aus wie ein Transporter. Kommt keiner vorbei, sagt keiner was. Ich kann quasi überall stehen. Ob in Slowenien, wo es total verboten ist, oder Kroatien ist, wo man regelrecht gejagt wird als Camper. Mit einem Stealth Camper habt ihr da keinerlei Probleme. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, der Härtetest von Stealth Campern. Die dritte Regel, oder eher gesagt das dritte Gesetz ist, je mehr ihr menschlich verschlossen seid, desto mehr verpasst ihr die örtliche Wichtigkeit. Was ist damit gemeint? Dazu gehen wir auch jetzt gerade zu Bekannten hier am Strand und geben Geschenk ab, weil wir sind gerade auf dem Sprung. Wir fahren gleich weiter und wollten nur mal Tschüss sagen. Wir haben hier in der Nähe auch das letzte Video, das Haus auf dem Camper gedreht, und da haben wir auch einen Opa kennengelernt, der hat uns gesagt, wir sollten uns wegstellen aus Sicherheitsgründen. Also wenn man die örtliche Leute kennenlernt, kriegt man viele interessante Informationen, auch gerne über Feierlichkeiten oder über Orte, die gern überschwemmt werden, wo es die besten Restaurants oder sowas gibt. Also immer die Leute vor Ort ansprechen, das versüßt euer Wildcampen um einiges. Womit wir zum nächsten Gebot kommen. Bleibst du ruhig und lässt du dich nicht sehen, ist das Camping meist kein Problem. Geiler Reim, ne? Da saß ich ganze 5 Minuten dran. Das sind einfach nur 2 Fahrzeuge. Es läuft niemand den Parkplatz entlang und klopft an jedes Fahrzeug, um dann die Camper zu finden. Keiner beschwert sich, wenn irgendwo ein Fahrzeug steht. Also wenn ihr nicht auffallt, passiert auch nichts. Egal wo ich war, das ist eine eiserne Regel. So, wir fahren hier gleich weiter. Müll aufgehoben habe ich zwar schon, aber ich gehe trotzdem nochmal drum herum. Das hat mit folgender Regel zu tun. Soll man dich in ein paar Jahren nicht hassen, musst du den Ort besser als vorher verlassen. Ja, das hat wieder ganz viel mit Müll zu tun, aber auch mit Toilettengänge. Was ist das denn? Ich habe irgendwas Komisches gefunden. Ach, das ist für E-Zigaretten. Das ist unglaublich, ne? Hier hat jemand leere Kartuschen für E-Zigaretten liegen lassen. Das hat auch damit zu tun, dass ihr nicht irgendwelche Grauwassertanks auslaufen lasst. Das wird alles dafür sorgen, dass in ein paar Jahren wir Camper nicht mehr so willkommen sind. Denkt doch mal selber drüber nach. Macht sowas nicht. Aua. Und wenn wir diesen Spieß umdrehen und überall alles sauberer machen, als es vorher war, dann sind wir sogar überall willkommen. Wer will denn so einen Typ nicht haben? Du kommst vorbei und putzt vor meinem Haus? Alter, du bist herzlichst eingeladen. Auch als wir vor kurzem versehentlich im Naturschutzgebiet gecampt haben und dann ein Ranger vorbeikam, um uns zurechtzuweisen, habe ich sofort den Picker aufgehoben und alles an Müll aufgehoben, was da so rumlag. Das fand er mega gut und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir keine Strafe bekommen haben. Übrigens haben wir nicht extra im Naturschutzgebiet geparkt, das ist ja reichlich bescheuert. Es war einfach nicht ausgeschildert und auch auf der Osmand-Karte komischerweise nicht markiert, dass das ein Naturschutzgebiet ist. Das ist mir noch nie passiert. Gerettet hat mich diese Regel.
Hola. Nächste Regel. Sagt ihr den Nachbarn stets Hallo, ist die Stimmung respektvoll und froh. Wir sind jetzt hier seit ein paar Stunden. Die Leute, die hier campen, die haben mittlerweile gewechselt und wir sagen allen Leuten Hallo. So kann man auch ganz leicht Kontakte knüpfen. Und hier gelten die anderen Regeln natürlich auch wieder. Ich laufe herum und quatsch so ziemlich mit jedem, den ich hier treffe. Und achte natürlich darauf, dass die Umgebung von meinem Fahrzeug sauber bleibt. Dass wir danach alles sauber haben, dass wir keine Regeln brechen. Wir sind jetzt hier in Puerta de la Azuquia. Das Wetter war vorhin ziemlich besser, aber das ist immer noch ziemlich beeindruckend hier alles, ne? Den Parkplatz haben wir per Park for Night herausgesucht, wie es halt so üblich ist. Wir achten natürlich auf die Schilder und gucken mit großer Sorgfalt, dass wir nicht gegen die Gesetze verstoßen. Denn die nächste Regel ist, wurdest du vom Lande verbannt, hast du die Gesetze nicht gekannt. Ja, hier in Spanien ist das Wildcampen eigentlich verboten. Dementsprechend muss man sein Verhalten anpassen. Es wird eigentlich geduldet, aber trotzdem muss man die Gesetze kennen. Würde ich jetzt zum Beispiel ein Feuer machen, dann würde ich gewaltige Probleme bekommen. Also wirklich gewaltige Probleme. Hier am Strand ist es in manchen Ortschaften erlaubt, Feuer zu machen, aber auch nicht immer. Ihr müsst die Gesetze tatsächlich kennen. Als Wildcamper seid ihr da etwas verwundbarer. Deswegen müsst ihr diesen Aufwand noch betreiben. Vieles findet man im Internet. Wenn man sich nicht sicher ist, dann quatschen wir eigentlich die Polizei an, ob man da irgendwelche Leute per E-Mail erreicht oder sowas, glaube ich eher nicht. Oder telefonisch dürfte es dann auch sehr problematisch sein. Aber in den meisten Orten, wie zum Beispiel hier, besonders in Spanien, wo die Polizei sich regelmäßig mit anderen Wildcampern auseinandersetzen muss, die kennen die Gesetze einfach in- und auswendig. Die werden euch sofort helfen können. Es gibt noch Methoden, wie man Problemen bei Unwissenheit mit Gesetzen aus dem Weg gehen kann. Genauso wie man mit diesen Methoden auch noch kriminellen Leuten aus dem Weg gehen kann oder grundsätzlich Konflikten. Und zwar das Gebot, wer da draußen seine Sicherheit mag, der wechselt seinen Standort jeden Tag. Wenn das Campen da unten an der Stelle verboten ist, dann wird die Polizei wahrscheinlich heute eine Notiz davon nehmen, dass wir dort stehen und morgen zur selben Zeit nochmal kommen und gucken, ob wir da immer noch stehen. Wenn wir morgen aber wiederum weggefahren sind, dann wird da nichts passieren. Wenn die Einwohner sich darüber ärgern, dass wir da stehen, dann werden die sich nicht innerhalb der ersten Stunde ärgern, sondern meistens erst nach dem ersten Tag. Einbrecher auch, die nehmen Notiz von dem Fahrzeug nicht nach einer Stunde, in der man da steht, sondern erst nach 1, 2, 3 Tagen, die man dort steht. Wenn man also auf Reisen ständig seinen Standort wechselt, dann entgeht man den ganzen Problemen. Und das macht die ganze Sache viel einfacher, mit der Ausnahme, dass man halt jeden Tag fahren muss. Ich hasse Autofahren. Ja, ich mache Vanlife und ich hasse Autofahren. Aber das ist eine sehr interessante Regel. In Ländern wie Slowenien, Kroatien oder jetzt, wo wir auch gerade hinfahren, nach Portugal, da jagen sie die Camper, weil das so viele wurden, dass die Gesetze sich verschärft haben und auch die Einwohner sehr schnell die Polizei rufen oder selber handgreiflich werden können. An solchen Orten kann ich wirklich nur empfehlen, wechselt jeden Tag euren Standort. Das minimiert den Stressfaktor. Womit wir fließend und professionell zum nächsten Punkt kommen. Woher kommt das denn, dass man einen Tag irgendwo stehen kann und das meistens kein Problem ist? Das rührt daher, da es in den meisten Ländern meistens erlaubt oder geduldet wird. Wenn man irgendwo im Auto übernachtet, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Daher die nächste Regel. Wer hat denn behauptet, dass ihr am Campen seid? Ihr ruht natürlich nur für eure Fahrtüchtigkeit. Das funktioniert fast immer. Die Polizei klopft an euer Auto. Ihr macht die Tür auf. Hola, Senor. Ihr macht die Tür auf und sagt denen einfach, ey, ich habe mich beim Fahren schlecht gefühlt, also habe ich mich hier hingestellt, um mal kurz zu ruhen an so einer geilen Stelle. Natürlich. Aber die respektieren das. Es ist natürlich besser, wenn man irgendwo an einer Nicht-Camper-Stelle ausruht, als dass man total übermüdet Auto fährt. Das ist Argument Nummer 1. Das könnt ihr fast immer verwenden. Fast immer. Ein paar Mal hat es nicht funktioniert. Und dafür gibt's die nächste Regel. Die nächste Regel lautet nämlich, hast du deine Freiheit gern, halte dich von Militär und Grenzen fern. Man sah das wunderbar an den Reisen entlang der russischen Grenzen-Videos, wo ich vom Militär festgenommen wurde. Das war aber eigentlich eher eine Ausnahme, weil ich an der weißrussischen Grenze entlang gefahren bin und dort gerade echt viel Stress ist und die so ziemlich jeden festnehmen, der sich dort aufhält. Wie können wir denn am besten rausfinden, ob wir jetzt hier an einer Grenze sind oder irgendwie ein Militärgebiet in der Nähe ist?
Grenzen ist ja ziemlich einfach. Übrigens, solche Wassergrenzen gelten meistens nicht, außer wenn wir uns jetzt Richtung Almerien bewegen. Da kommt auf jeden Fall ein Video zu. Da sollen angeblich richtig viele Leute mit den Tuckerbooten rüberkommen nach Europa. Da, wenn wir uns mal umschauen, das wird mega lustig. Aber da oben haben wir zum Beispiel so ein Radar. Ist das jetzt militärisch oder nicht? Erstens, wenn man dorthin fährt, sieht man ganz deutlich, ob das ein abgesperrtes Militärgebiet ist oder nicht. Wer sich damit auskennt, erkennt auch, dass das keine Militärradars sind. Aber wenn man keine Ahnung hat oder sich auf Nummer sicher gehen will, dann kann man natürlich wie immer auf Osmand gucken. Da sind wir nämlich vorbeigefahren vorhin. Da sieht man, da ist irgend so eine Radarschüssel. Und beim Militärgebiet wäre das Gebiet umrandet und hätte durchgezogene Linien. Also, nö. Wir könnten hier auf ungefähr 500 Meter Höhe mit bombastischer Aussicht schön bei Wind übernachten. Alles kein Problem. Guckt euch die geile Stelle an. Wildcampen, kein Problem. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Situationen, wo es dann haarig wurde. Am Ende des Videos machen wir noch einen Haufen Stories dazu, um einfach mal unsere Erfahrungen zu teilen. Wir wollten jetzt eigentlich nämlich weiterfahren, aber die süße Lana, die hat gestern im Restaurant noch einen Gig bekommen. Das heißt, heute Abend spielt sie noch ein bisschen. Ich freue mich mega. Wir springen jetzt ganz einfach zum Konzert schnell über. Dann schlafen wir hier nochmal und dann geht's zur letzten Regel. Ja, meine Lieben, das war das Konzert. Ich darf natürlich alles schleppen. Wenn ihr ihre Musik mögt, dann geht auf jeden Fall auf ihren Kanal Solane the Artist hier auf YouTube. Ich habe mit ihr ausgemacht, ich pitche ihren Kanal nur, wenn sie auch ein Lied rausbringt. Also es ist wieder ein neues Lied online. Die Lana ist zufrieden. Und? Am Anfang aufgeregt, am Ende? Ja, ich wollte kotzen. Am Ende nur Spaß gehabt, ne? Ja, total. Das ist so süß. Ich liebe diese Atmosphäre. Ja. Und vor allem, weil das so ein kleines Örtchen ist, dann lernt man die Locals schneller kennen und es ist einfach so nice. So, da wären wir. Das ist perfekt hier für die letzte Regel. Da gibt's nämlich eine Silbermine mit so Kristalltunneln, die total episch sein soll. Wir sind hier etwas außerhalb, ein bisschen mehr in der Natur und die letzte Regel lautet: Du machst die Natur besonders froh, wenn du sie nicht benutzt als Klo. Stellt euch vor, hier wird alles voll gemacht. Das stinkt. Man hinterlässt überall Spuren, die Camper werden immer unbeliebter und es ist natürlich total unangenehm, sich hier irgendwo in die Pampa zu setzen. Baut euch auf jeden Fall eine eigene Toilette in euer Auto rein oder benutzt die öffentlichen Toiletten, wenn ihr so ein Mini-Setup habt wie die Lana hier. Das ist natürlich mit mehr Aufwand und mehr Kosten verbunden, aber ihr werdet da so froh sein, dass ihr das habt. An dieser Stelle noch ganz schnell ein Dankeschön für eure Spenden. Frederik, der betraut, dass wir unser Haus zerstört haben, dass wir auf das Dach gebaut haben. Dann der Ollivander, der uns herrlich bekloppt findet. Danke an euch beide und noch an Rainer Wirn für 25 €, 10 für den Bauherrn, 10 für die Bauhelferin und 5 für deine armen Eltern. Danke vielmals an euch. Übrigens habe ich bei dem Kanal jetzt auch die Mitgliedschaft aktiviert. Dies kostet 5 € pro Monat. Das war das günstigste, weil ich euch einfach was zurückgeben möchte. Da poste ich immer kleine Updates oder kleine Teaser. Oder wenn ich jetzt irgendwo festgenommen würde, dann würde ich für die Mitglieder einen Stream aufmachen, damit der ganze Ablauf dann sofort im Internet ist und einfach andere Leute Bescheid wissen, wenn irgendetwas total schief gegangen ist. Noch ist da alles im Aufbau. Ihr könnt da gerne mitbestimmen, was ich da alles posten soll. Und jetzt gehen wir wie versprochen über in die Storytime. Also die erste Story, die mir direkt einfällt, ist in Lettland. War ich mal an einem Parkplatz direkt am Wasser und alle Camper haben sich so am Rande des Parkplatzes hingestellt und dann kamen solche Instagrammer vorbei und haben sich einfach direkt davor gestellt, sodass die tolle Aussicht hatten. Alle haben es halt so respektiert, dass jeder ein Stück der Aussicht hat und so. Und die haben sich einfach direkt davor hingestellt. Auch nicht Hallo gesagt. Und das war so surreal, das zu sehen. Ne? Die sind dann auch einfach so in die Büsche gegangen, um dorthin zu machen. Direkt hinter meinem Auto haben sie einfach hingemacht und sowas. Groß, klein, das volle Programm. So arrogant einfach. Ne? Da hätte ich fast am liebsten irgendwen angerufen, ne? Und die verpetzt. Das war so ätzend. Ne? Was ich einmal auch erlebt habe, das
war so ein Campingplatz irgendwo im Wald und wir haben da auch gecampt. In Australien war das aber noch. Da waren irgendwelche Leute, die ein Feuer gemacht haben, ne, gegessen, getrunken und so. Und erst dachte man, die sind total normal. Nur am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, waren die schon längst weg und der ganze Müll war einfach noch da. Dann durften natürlich andere Leute das wegmachen. Aber jeder nimmt seinen Müll mit und die eiskalt, die haben da alles gemacht. Ja, und das sieht dann so aus, als ob ihr das da gelassen hättet. Genau. Aber dann haben sie auch das Gebot eingehalten, jeden Tag weiterzuziehen. Ne? Das ist natürlich mega asozial, ne? Aber dann kommst du damit weg. Ja, aber da, wo es solche Leute gibt, gibt es dann auf der anderen Seite natürlich wieder Leute, die dann irgendwelche Beach-Cleanups oder allgemeine Cleanups veranstalten. Das habe ich hier sogar richtig oft gesehen. Hier das auch? Das sind dann Poster, ja. Die sagen dann zum Beispiel an dem und dem Datum oder einmal im Monat Beach Cleanup und dann packen die alle ein bisschen Müll zur Seite und danach haben die so ein Dinner zusammen. Ja, und siehst du, Leute, die Müll aufheben, lernen dann Leute, andere Leute kennen. Genau. Das ist halt gut angesehen. Ja. Ja. Das ist geil. Lass uns das mal machen. Mega. Ja, hab ich auch Bock drauf. Ich habe die Poster nie gesehen. Ja. Aber ich kann auch kein Spanisch. Ja, du checkst echt alles immer. Die geht in eine Ortschaft rein und liest alles über alle Poster, labert mit allen Leuten. Das ist schon, ich habe schon Angst, falls ich mal irgendwann irgendwie alleine weiterreise, dass ich dann voll abgekapselt bin, weil ich so faul werde, die Leute anzuquatschen. Was mir direkt dazu einfällt, ist, dass wir Marc zum Beispiel bei uns hatten, der Typ, mit dem wir 3 Leute in einem Van gemacht haben. Ich verlinke das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wir waren ja eine Woche mit ihm unterwegs und wir haben so viel Polizeikontakt mit dem Typen gehabt. Der war wie ein Magnet. Der hat alle Polizisten... Der war 2 Stunden in Spanien und dann haben wir schon Anschüsse von Polizisten bekommen. Und ich glaube, so im Nachhinein habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das liegt, glaube ich, daran, weil wir uns mit ihm zusammen breiter gemacht haben. Ne? Weil ich glaube, weil er noch kein Gefühl dafür hat und wir haben uns so mitreißen lassen. Ich meine, das war auch sein Urlaub. Irgendwie will man ihm was gönnen und so. Aber wenn wir zu zweit unterwegs sind, mal, wir sind hier in der Pampa mitten im Nichts und wir haben jetzt Stühle und Tische draußen. Ja. Und mit Marc war das in der Stadt, zwischen den Menschen, direkt an der Polizeistation, mit Bier, mit Rauchen, dass wir noch kein Feuer gemacht haben, ist das Einzige. Ne? Ja, ja, ist echt. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt irgendetwas daraus lernen können. Das ist unsere Erfahrung oder meine Erfahrung von 4 Jahren mit dem Van unterwegs sein. Wenn ihr die Regeln beachtet, dann wird alles so butterweich laufen. Ich versuche jetzt auch 2 Videos die Woche rauszubringen. Wir fahren jetzt weiter Richtung Portugal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns unterwegs. Ey!